Kannst du die Tür aufmachen? Vielen Dank. Ruth! Ja? Was machst du hier? Was arbeitest du aktuell? Sag mal. Ich hab mich einmal arbeiten gesehen, Blatt. Ich arbeite nicht nach Polizei. Das letzte, was ich gemacht habe, war Joints verkaufen am Stadtpark, Blatt. Okay. Also du hast keine Arbeit. Ja, die schießt dir auf uns, du Bastard. Okay. Oh. Wir gehen jetzt zum Krankenhaus, ja? Was möchten Sie dort, Blatt? Ich muss mich verärzten lassen. Yusuf. Ja, Ulrike. Die Albaner sind wieder da. Die alles wurden, ja. Ja, was ist mit denen? Die wurden beim Traubenfeld abgezogen. Ja, die werden doch eh nicht arbeiten. Ja, aber die haben 3.000-4.000 eingenommen. Hallo, Herr Präsident, bitte, Herr Präsident, ja, bitte, bleib. Sei mal ruhig, Ruth, ich bin dein Auto, kostet 20 Dollar. Machst du mir, als würde ich hier mit einem Lamborghini rumfahren? Das ist alles, was ich habe, bleib. Wie ist das? Ja, und weißt du, was ich habe? Gar nichts, gar nichts habe ich. Sie haben nichts, bleib. So, Entschuldigung, ja, Jusso. Wohin sollen wir kommen, sag mal? Ja, wir kommen zum, ich geh zum Dings. Er hat einen Pool auf dem Dach, bleib, er sagt gar nichts. Ich komm zum Casino, bis gleich. Casino, okay, bis gleich. Und, Ja! Super, Herr Präsident! Super, Vlad! Warte! Super! Schauen Sie sich... Halten Sie mal bitte... Halten Sie bitte... Hier! 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 Herr Präsident, bitte, Vlad! Bitte nachholen! Bitte hören Sie auf, Vlad! Willst du mich stressen auch? Willst du mich stressen, hä? Meinen Sie doch ein... Jo, Major Vlad, bitte hören Sie auf damit! Und Ruth? Herr Präsident! Ruth! Ruth, wie sieht's aus, Ruth? Wie sieht's aus, Ruth? Wie sieht's ich aus, Ruth? Was ist los? Willst du mich weiter stressen, Ruth, oder was ist los? Ich kann nicht schwimmen nach Ruth. Oh, Ruth. Ich kann nicht Ruth, schwimmen, ich komm nicht hoch. Ruth. Herr Präsident. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch, Ruth. Fallen Sie zurück. Ruth, ich will. Machen Sie den Rückwärtsgang rein, Blatt. Machen Sie den Rückwärtsgang rein. Herr Präsident? Hallo? Herr Präsident? Hallo? Machen Sie den verfickten Rückwärtsgang rein, Blatt. Auto geht nicht mehr. Wie das Auto geht nicht mehr an, Blatt? Auto geht nicht mehr. Drehen Sie nochmal am Schlüssel, Blatt. Drehen Sie nochmal am Schlüssel, Blatt. Versuchen Sie es. Sicher. Andersrum, Blatt. Drehen Sie in die andere Richtung nach. Okay. Nimm doch den Schlüssel, mach doch selber, Herr Selmer. Willst du mich verarschen oder was? Hier, geht nicht rein, wir sitzen schon in Titanic, der ist schon zum Hälfte, ist schon, wir sind schon im Wasser. Was willst du denn von meinen Eiern? Das ist alles, was ich noch hatte, Blatt. Was haben Sie gemacht? Mir geht doch sowieso beschissen, Blatt. Was haben Sie gemacht, Nachhol? Warum tun Sie mir das an, Blatt? Seitdem ich auf der verfickten Insel bin, Nachhol, hab ich nur Scheiße mit Ihnen. Nur Scheiße, Blatt. Von Anfang an, Blatt. Ich hab nur Scheiße mit Ihnen, Nachhol. Grüß dich, Yusuf. Alles klar? Ja, wir sind jetzt am Casino. Ja. Heute Abend? VIP-Gäste? Ja gut, dann würde ich mich gerne vom Rolls Royce abholen lassen, welche ne? VIP, Blatt? Holen Sie was das Auto hier raus nachholen. Ja gut. Ja, ich hätte den Caviar. Den Caviar de la Bon. Ja, genau, den teuersten, den wir haben. Ja, ja. Alles klar, ich komme gleich, ja? Nur eine Minute. Holen Sie das Auto bitte aus dem Wasser raus, Blatt. Bitte? Ruth, was? Das Auto ist kaputt? Es tut mir leid, dass ich will dir das nicht sagen, aber... Ruth... Ja, viel... Können Sie jemanden hierher holen, der das Auto kurz rauszieht, Blatt? Vielleicht kann man das Auto noch retten, Nachhol. Tut mir echt leid. Also, Ruth, ich, nee. Ja, alles klar. Schönen Abend noch, ja? Ich bleib hier, Blatt. Warum denn? Oh, shit. Erstens, das war alles, was ich hatte. Sie haben meine Existenz gefickt, Nachhol. Ich hab Ihnen gesagt, fahr langsam, Blatt. Bitte, ich hab gesagt, bitte, ich flehe Sie an, Herr Präsident. Fahren Sie langsam. Guck mal, ich wollte doch gar nicht reinfahren. Ich wollte nur Angst machen. Und dann konnte ich nicht mehr nach hinten, weil ich nicht wusste, dass das Fund ein Typ ist. Aber so als kleiner Titanic-Fan, ne, muss ich ja schon sagen, das war eine coole Erfahrung gerade, ne? Das war so ein bisschen so Feeling auf der MS Titanic, so als wir so reingefahren sind. Oh! Scheiße. Alles gut? Ich hab mich ein bisschen gefühlt wie Rose. Und so, du bist Jack, ne? Mit wir sind Rose und Jack nach und wie bekommen wir das Auto jetzt hier raus? Ja gut, gar nicht. Ne? Das ist halt kaputt jetzt. Total schade. Motor ist am Arsch. Ja, wow! Sind Sie lustig? Wow! Lustig sind Sie, Blatt. Holen Sie ja. Das scheiß Auto hier raus. Ja, was findest du das? Ist doch okay jetzt. Was soll ich denn machen? Ich hab doch gesagt, es ist kaputt. Wir holen das gleich, okay? Lass uns erstmal zum Casino. Blatt, ich geh nicht. Komm doch jetzt mal mit. Wir holen doch gleich deine verschissene Karre. Was kostet die denn? Verschissene Karre, Blatt.
Ich habe... Hören Sie mir zu, Herr Präsident. Das ist alles... Ja, ja. Ruth, ich höre dich doch gar nicht. Du musst noch lauter reden. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich so vor Ihnen kriechen sollen? Herr Präsident, bitte, bitte. Ich habe Sie doch schon angefangen. Ruth. Oh ja, genau. Das Auto noch ein Stück, dann brauchen wir es gar nicht weiter. Ich hatte Sie doch schon angeführt. Wir müssen jetzt echt hoch zum Casino. Bitte komm mit jetzt. Nein, ich bin nicht. Denn das Casino, damit verdiene ich mein Brot. Also $50, um genau zu sagen, ne? Genau. Red doch mal lauter, verdammte Scheiße. Wegen $50 haben Sie ein scheiß Casino aufgemacht, Blatt. Genau. Was stimmt mit Ihnen nicht, Blatt? Sie hatten eine eigene Insel gehabt und jetzt arbeiten Sie $50? Fragen Sie nicht. Das Casino hat eh geschlossen. Das wird nicht mehr aufmachen. Das war der letzte Tag. Ich habe Sie als viel schlauer eingeschätzt. Ich habe auch überall in meiner Heimat erzählt, dass ich mit dem Präsidenten befreundet bin. Und jeder wollte Sie kennenlernen, Blatt. Ja, wir kümmern uns jetzt um mein Auto, Blatt. Wir kümmern uns gleich um dein verschissenes Auto. Verstehst du das? Nein, können wir das bitte jetzt machen, Blatt? Nein, ich muss doch erstmal dahin. Ja, aber warum rufen Sie sich ein Taxi, Blatt? Bin mit dem Taxi eben rübergefahren. Das Tor ist zu. Hallo. Dann komm von der anderen Seite. Hallo, 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 was ist hier los? Oi, was ist hier los? Wir wurden abgezogen. Wir sind abgezogen, Kollege. Wir sind abgefuckt. Wie wurdet abgezogen? Ja, Wallah, wir wurden abgezogen. Eine Stunde Traubenarbeit in Jarak. Okay, also ihr wollt mir erzählen, ihr wurdet abgezogen von zwei Leuten, die haben euch sieben Leute abgezogen. Fünf Leute mit Pistolen. Ich hab so gemacht direkt. Okay, fünf, sechs Leute. Okay, was machst du da? Abgezogen. Ja gut, das tut mir leid. Aber wir haben jetzt eine neue Idee entwickelt. Wir gehen nicht mehr die gerade Schiene. Wir fliegen Eukalyptobonbons. Hallo, habt ihr zufällig ein Abschleppseil? Heroin. Ab morgen. Ich mache nichts mehr in der Arbeit. Haram. Morgen ist Ernte. Hallo, habt ihr einen Abschleppseil? Wer ist das hier? Nein, Thomas Gottschalk. Ja. Nein, geh mal weg, Mann. Wer bist du denn, du Clown, Alter? Hallo, hallo, lass die Wüte in Ruhe, bitte. Ja, das ist gut. Thomas Gottschalk. Wir brauchen eure Hilfe, Jungs. Ich brauche eure Hilfe. Ich hab seine... Was ist los? Was los? Ich hab seine Schnauze, Blatt. Was ist dein Problem, Nachhol? Snapperman. Bitte, zu mir gesagt? Jungs, ey, Jungs. Habt ihr das gehört, Jungs? Hallo, 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 wenn der Prof nicht deine Jungs holen, dann machst du das alleine, die Kaffee. Du bist ein Hund nachholen. Hallo, hallo, ich spende dich, verbal bitte. Wir klären das schon nur verbal. Lass mich doch einfach alle in Ruhe bleiben. Komm, mach den Beat an, wir helfen dir doch. Hallo, Ruth, wir helfen dir doch, Mann, ich spende dich doch. Gewinn ab, Abschleppseil. Thomas, komm mal mit, wir helfen dir jetzt. Wir müssen sein Auto wieder rausholen. Hör auf, wegzufliegen. Hör auf, komm zu mir. Der Einzige, der fliegt, bist du Esel, Nachwuchs. Guck mal, Schnauze bleibt. Ui, er ist ein Esel. Schickst dich auf die Fresse, du Clown, an deinen Zirkus. So, wir gehen jetzt, Ja, rede nicht so viel und komm her, Nachwuchs. Denkst du, ich hab Angst vor dir oder was, bleibt? Ich bin hier. Kugel, Pop, Junge, Baller. Ja, was willst du von mir? Pass mal auf, hier, Baller, Baller. Du kriegst jetzt meinen Schwanz in den Kopf. Alles klar, dann gibt's auch Baller, Baller. Versieh dich jetzt mal. Ich wurde abgezogen. Ja, du gehörst doch abgezogen, so wie du aussiehst. Versieh dich mal, was machst du hier? Baller, 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 Baller. Krass, was soll das denn Thomas, hier? Sag mal. Komm her. Der kommt doch blöd an hier. Tut mir leid, Jungs, das war nicht so gemeint. Ja, ich hab alles gut. Hallo, Wayo! Hallo, Ruth, Ruth, Ruth! Ich spende euch, Jungs, hört auf, ich schläg mich! Ihr schlägt mich, hört auf! Hört auf! Hört auf! Wo ist denn? Wo ist Ruth? Ja, Thomas Gottschalk in die Hölle geschlagen. Ruth? Oh, Scheiße. Ruth? Der versteckt sich im Weg, glaube ich. Das ist Jane. Ja, was trinkst du mit, Kollege? Jungs, jetzt ist Busch. Attacke. Alle weg. Ruth, belehrt. Einmal kurz alle weg hier. Ja. Kurz weg. Junge, was fahren die eigentlich immer so cracky Wohnwagen vorbei, Alter, als wenn die hier weiß ich nicht was machen in der Nähe. Guck mal, jede 10 Minuten fährt hier so ein Wohnwagen vorbei, Alter. Als hätten wir so ein riesiges Drogenlabor, Alter, irgendwo in der Nähe, wo alle gerade ihre Drogen am machen sind. Ruth ist weg. Ach was, wirklich, der Ruth ist weg, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich glaube, der wird so aussehen. Ich finde das respektlos von dir, DiCaprio. Was ist denn los? Nee, ich finde das respektlos. Ich sag dir, das ist ein Geschäftskollege von mir und du machst so. Bruder, er kommt zu mir, ich hampel mal Albaner. Dann sag ich zu mir, geh Zirkus. Guck mal, wie er aussieht. Wie ein Clown, ja, Selemi. Aber der hat dir eine Bombe gesucht und du bist 10 Meter geflogen. Das musst du sagen. Aber das muss ich sagen, er hat mir so eine Thomas-Bombe gegeben. So eine achischer Mutterfaust. Hallo. Ich glaub, der hat sonst wir suchen den Root. Ja, der ist weg, man. Scheiß mal jetzt auf den. Wir müssen sein Auto rausholen. Das ist ein Arbeitskollege von Oleke. Ja, oh, das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, das ist nur ein Zirkus, den du gebucht hast, Herr Oleke. Nee, dafür habe ich euch ja gebucht heute. Also, wir werden also, immer noch immer weiter. Mach doch nur Spaß. Ich weiß, du machst doch nur Spaß, mein Gott. Also, nachdem, dass wir abgezogen wurden, solche Aussagen. Soll ich sein Auto rausholen? Ja, die Kappe. Das Ding ist,
ich frage mich noch immer, wie man, also ich meine, ihr seid ja auch so ein bisschen bei Dullis, ne? Ist ja auch okay, aber wie kann man sich denn abziehen lassen? Ihr seid da mit 7 Mann, ihr seid nicht zu zweit, weißt, oder? Weißt, Bruder, wir haben nur Fäuste. Weißt du, was das Problem war? Einer von uns hatte Sprit leer und wir sind zu seinem Auto gelaufen, damit wir seinen Traubensaft nehmen und die sind da hingekommen. Genau in dem richtigen Moment, wo wir runtergelaufen sind, haben die zwei von uns. Okay, also habt ihr kein Geld verdient. Gut, dann fällt der Tag heute weg, dann fangen wir morgen nochmal von neu an. Okay, ab morgen. Ab morgen aber Heranweg. Genau. Oh, dein. Hallo. Ich bin dich mal. Ja, das war's. Wir sehen, sorry. Steig aus. Oh, mein Nacken. Brüt? Ja? Wir haben dein Auto wieder. Was? Ich hab dein Auto wieder geholt. Wo ist es, Blöd? Sollen wieder hinfahren? Herr Präsident, Sie sind der Beste. Ja, klar, fahren wir wieder hin. Komm. Ich wusste, ob Sie es verlassen, Herr Präsident. Ja, natürlich. Und genau deswegen mag ich Sie auch so sehr, Herr Präsident. Brüt, du weißt, du bist eine alte Kollege von mir, ja? Ich lass dich nicht hängen. Ja, das wusste ich schon die ganze Zeit nach Hui. Ja. Und deswegen sind Sie wie mein Bruder nach Hui. Sie können sich immer auf mich verlassen, Blöd. Brüt, du weißt selber. Herr Präsident. Ein Mann, ein Wort. Herr Präsident. Ja, tut mir leid nochmal für den eben, dass die Bauarbeiter da. Aber den einen hast du gute Bombe gegeben, der ist geflogen. Ja, die fliegen alle, wenn ich will, Blöd. Aber ja. Eine Sache will ich Ihnen sagen, Blöd. Ja. Vergessen Sie diese Sache mit dieser, was vor dem Casino passiert ist. Aber dass Sie mein Auto jetzt geholt haben, Blöd, das ist für mich mehr wert als alles andere, Blöd. Ja. Mein Opa hat einmal gesagt, du findest im Leben nur einen Freund und Sie sind dieser Freund, Herr Präsident. Brüt, ich grüße deinen Onkel, du bist ein Freund von mir, you are my brother. Okay? Du bist mein Bruder. Herr Präsident, im Auto ist zwar kein Benzin mehr, aber ich werde gleich extra mit ihm ein paar Runden durch die Stadt drehen. Und alle sollen sehen, wie wir durch die Straßen cruisen, Blöd. Ja. Yeah. Und sonst, alles gut bei dir, Ruth? Was hast du heute Schönes gemacht? Wie geht's denn dein Liebesleben? Wie läuft dein Liebesleben? Blöd, mich interessiert kein Liebesleben, nichts. Ich möchte gerade einfach mein Auto wieder haben, Blöd. Ich möchte dieses Gefühl haben, wieder in meinem Auto zu sitzen nach heute. Ja. Yeah. Wir haben doch dein Auto jetzt wieder. Ja, ich möchte einfach nur kurz drinnen sitzen, Blöd. Ich möchte dieses Gefühl haben, wieder mein Auto. Aber warum bist du denn so verbunden mit dem Auto? Hast du eine Geschichte damit? Ist das so? Blöd, ich habe alles mit dem Auto durchgemacht nach Hui. Ich habe da drinnen so viele Joints versteckt. Ich habe da drinnen geschlafen, Blöd. Oh, hallo. Ja, alles gut, ja. Also du hast auch geschlafen, als du obdachlos warst. Ja, da, Blöd. Ich habe dieses Auto, hat mich nie im Stich gelassen nach Hui. Haben Sie es hier abgestellt, Blöd? Ja, es wurde schon verarbeitet. Siehst du den da in der Mitte? Gut, Blöd, ich sehe das Auto. Das ist mein Auto, Blöd. Da in der Mitte, der Punto. Der wurde schon verarbeitet, tatsächlich. Herr Präsident. Das ist die in die Mitte, die Auto in die Mitte, ja, richtig. Da, guck mal, da ist sogar noch der Dings hier von eben, die Taschentuch noch da angeklebt. Herr Präsident. Ja. Nein, Blöd, das ist nicht mein Auto. Mein Auto, Blöd, Das ist dein Auto. Mein Auto hat Felgen, Blöd. Da sind Felgen drauf nach Hause. Ja, die sind natürlich abgemacht worden vorher, ne? Ist ja logisch. Ja, gut. Hä? Einsteigen! Herr Präsident, ich glaube, Sie machen Spaß. Wo haben Sie das Auto versteckt, Blöd? Nein, wirklich jetzt. Guck mal, das ist Schrotthaufen. Hier ging nicht mehr. Steig ein! Nein, jetzt was beiseite, Herr Präsident. Wo ist mein Auto, Blöd? Blöd, das weiß wirklich. Also, ich weiß ja nicht, was du denkst. Ja, wo wir hier sind. Ja, wie kann das sein, Blöd? Da liegt nur eine Stange am Boden, Blöd. Wie nur eine Stange am Boden? Da stehen Limousinen und die vorne Steig doch jetzt mal ein, verdammte Scheiße. Dann fahr ich ohne dich. Steig ein. Ich muss denken, steig ein. Herr Präsident, das ist nicht mein Auto, Blöd. Wo ist mein Auto nach Hui? Steig doch ein jetzt. Ja, sagen Sie mir erst, wo mein Auto ist, Blöd. Ich weiß es nicht. Sie haben mir doch gerade gesagt, Sie haben mein Auto. Ja, ist eine Überraschung. Ja, wie ist eine... Wo ist die Überraschung, Blöd? Dann fahre ich jetzt, ja? Ich wünsche dir was. Tschüss. Sicher.